Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich tobe mich heute noch ein bisschen in der Beta-Version aus hier. Update 4 ist ja installiert worden mit einigen Problemen bei mir. Ich habe meine ganzen Objekte verloren, die ich gefunden hatte, Figuren und alles. Ach, geht doch mal hier aus dem Weg, Mensch. Und ich habe aber gelesen, dass das bei manchen so war, bei manchen nicht. Und ich kann gewisse Figuren, zum Beispiel er hier, der ja meine Jacke auch trägt, ihn kann ich nicht in meiner Sammlung befördern. Und zwar liegt das daran, weil er schon den Schraubschlüssel hat. Und dann wurde empfohlen, dass man alles nochmal auf Null stellt. Und dann gehe ich mal in den Einstellungen. Und hier nehme ich mal an, dass die das hier gemeint haben, Spiel neu starten. Ich mache es einfach mal. Gesamter Fortschritt zurücksetzen. Ja, komm, mach. Muss ja das Problem lösen, dass ich alle Figuren wieder sammeln kann und alle Tiere. Ja. Aha, ich habe die Wüste entdeckt. Bravo. Muss ich den Löwe wahrscheinlich auch neu entdecken? Ne, das war ein Kaktus. So, was mich jetzt mal interessieren würde, ist, ob ich den Mechaniker. Ich muss tatsächlich alles wieder sammeln. Ob ich den Mechaniker jetzt kriege? Achso, ja, jetzt scheint es zu funktionieren. Der will einen Schraubschlüssel haben. Aber ich habe natürlich keinen. So, dann muss ich jetzt mal wieder ein paar Truhen plündern. Ja, du nimmst meinen Löwe, eh, hallo? Och ja, mal einmal durchrennen und dann, man hat doch alles wieder. Oder das Wesentliche. Und der will wahrscheinlich einen grünen Apfel haben. Okay. Dann holen wir das mal alles. So, dann gehe ich mal ein bisschen im Wald, wo Gestrüpp ist. Hier habe ich doch eine ganze Menge schon aufgebaut. Das kann ich doch bestimmt alles sammeln. Brauche ich da nicht extra ins Wasser zu gehen. Ich habe den Regenwald entdeckt. Ist es denn möglich? Was ich in dem Update auch gar nicht gezeigt habe, ist, dass man jetzt Fische hat hier. Wenn ich es demonstrieren will, sind keine da. Der Krake ist da, den muss ich ja auch entdecken wieder. Ich habe gerade einen Fisch gesehen, da oben schwimmt er. Die sind jetzt auch neu. Ich konnte sie bisher aber nicht fangen.
und nicht sammeln. Die bevölkern scheinbar nur das Gewässer hier und geben dem ein bisschen Leben. Ah, da ist doch der rote Fisch. Ja, super. Aber, ja, okay, man kriegt die Fische nicht. Aber immerhin, sind ja schön anzuschauen. Einen grauen und einen roten habe ich bisher gefunden. Ich werde mir doch mal die Krake hier an Lande ziehen. Hallo Krake, nimmst du mich mit? Das ist aber sehr freundlich. Auch an der Oberfläche ist die aber ziemlich lahm, die Krake. Im Wasser geht das da viel schneller. Danke, Krake, aber du bist mir zu langsam. So, hier muss ich mal ein paar Gegenstände finden. Eine Banane und sowas, damit ich ein paar Tiere sammeln kann. Der Affe braucht eine Banane. Da ist doch eine Staude. Banänchen, wo bist du? Das ist sie. Jetzt könnte ich doch einen Affen angeln. Da ist er ja. Komm her, Affe. Ja, komm her. Also, wenn man sie braucht. Warum will der Affe keine Banane? Ah, jetzt will er eine. Ich glaube, da muss man erstmal ein bisschen drauf prügeln. Ja, ist bei vielen Figuren, da auch beim Zauberer. Ich glaube, 3-4 Mal draufhauen und dann erst lässt er sich zähmen. Elefant, was will der? Gar nichts. Jawohl, jetzt habe ich auch wieder einen Elefant. Lass uns doch mal zu dem Tempel. Da hinten ist noch einer. Zwei Stück. Das ist doch gut. Und da hinten noch einer. Super. So, ich muss mal kurz hoch. Halt, zu weit. Ein Gewehr, das ist doch schon mal gut. Das kann ich wieder schießen. So, da hinten war die... Ah, der eine Tempel. Die kenne ich doch auch noch nicht. Steck mal die Waffe weg. Jetzt erschreckt die sich noch. Hallihallo? Entschuldigung, wollte ich nicht. Falsche Taste. Wie habe ich denn das jetzt hingekriegt? Ach ja. Das ist aber auch nicht Kavalier-like. Einfach die Dame kaputt hauen. Sorry, sorry, sorry. Ein Frosch. Ein gelber Frosch. Super. Der wird schon wieder gequält von dem Affe. So, ein bisschen aufgeräumt.
Seegras. Toll. Der Pirat, genau. Habe ich schon die rote Spinne? Habe ich schon. Ey, Pirat, hallo. Ein Entersäbel habe ich nicht. Habe ich nicht. Ich werde auch mal so ein Skelett sammeln. Ist ja klar, dass sie dann alle ankommen. Na gut, sich doch gelohnt. Ein Steinschlosspistole. So langsam bewaffne ich mich wieder. Jo, da musst du ja ganz schön klettern. Oh, oh. Ja, der Compoundbogen. Damit kann ich die Dino-Fährtenleserin sammeln. Perfekt. Das goldene Schwert. Na, wer sagt's denn? Obwohl, das könnte ich selbst gebrauchen, ne? König. Bei vielen Tieren, wenn man stehen bleibt, das versuche ich gerade mal, dann machen die irgendwas. Okay. Er ist aufmerksam und ich auch. Naja, so Kleinigkeiten, die beleben das Spiel. Die machen das halt attraktiv. Ich muss mir mal ein Hai schnappen. Gibt's auch schwarze Kraken? Tatsächlich schwarze Kraken. Boah, ich hatte ja noch nicht alles entdeckt. Eine rote Krake. Ich glaube, die hilft mir auch beim Atmen. So, ein Wrack, war ich da drin? Schnell reingucken. Ja, der Speer. Ich habe meine Krake verloren. Okay, geschafft. Wir haben in Update 4 ja das schöne Feuer schon entdeckt. So ein großes Feuer.
Aber was ich übersehen hatte, war, dass es noch ein zweites gibt, auch wieder ohne Icon, das Lagerfeuer. Das ist viel kleiner. Und genauso hübsch wie das große, halt in klein. Sehr schön, diese Feuer, die gefallen mir. Hey Eichhörnchen, pass auf, dass du dich nicht verbrennst. Perfekt, also man entdeckt doch noch immer wieder was Neues. Also ich weiß nicht, ob ich es schon mal gesagt habe, aber die neue Nacht jetzt in Lego, die ist sowas von klar. Die Figuren, die Steine, die Kanten, alles erkennt man so fantastisch, fast wie am Tag. Nur, dass es halt ein klein bisschen dunkler ist. Also sehr gut gemacht. Die Nacht vorher in den alten Versionen, das war so eine milchige Suppe. Man sah die Kanten gar nicht mehr von den einzelnen Steinen. Man konnte nicht gut bauen. Aber das ist so was von klares Bild jetzt. Ich bin begeistert. Ja, die Suche, dass ich nochmal alles auf Null gestellt habe, hat sich gelohnt. Ich konnte jetzt alle Figuren sammeln. Also, ich glaube, zwei, drei fehlen mir noch. Die Polizistin habe ich noch nicht gefunden. Aber er hier im Hintergrund, der Mechaniker, habe ich jetzt sammeln können. Ich habe meine Jacke zurück. Ich kann sie jederzeit anziehen, wenn ich möchte. Und wir haben noch das zweite Feuer gefunden, ein kleines Lagerfeuer, sehr schön ist. Und den schwarzen Kraken, den wusste ich gar nicht, dass es den noch im Wasser gibt. Ich dachte, es gibt nur den roten. Ja, also die Suche hat sich noch gelohnt. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Bis demnächst. Tschüss.